Hallo und willkommen zurück bei EEP. Die Bahnhofsschaltung ist fertig. Ich habe hier hinten die Kontaktpunkte noch gelegt. Der Zug ist gerade an der Ausfahrt. Wie man sieht, mit dem Repaint. Was sehe ich denn hier? Hier habe ich ja noch was übersehen. Naja, nicht so schlimm. Liegt halt noch ein Stück Betonschwelle. Ja. Was kommt jetzt? Jetzt können wir uns eigentlich der Gestaltung widmen. Wir nehmen uns den Reiter Landschaftselemente. Ich möchte hier vorm Bahnhof nämlich ein bisschen Gras und Büsche und so setzen. Das wird bei Flora dabei sein. Gräser. Die von RE1 sind ja eigentlich immer halbwegs vernünftig. Problem ist, das ist halt so klein. Setze ich es halt ein bisschen voll. Weil wenn hier so gar nichts wächst, das sieht halt einfach kacke aus. So geht das doch schon. Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als vorher. Hier nehme ich jetzt Büsche. Hier gibt es dann bestimmt Buschreihen. Gruppen von Pflanzen. Ja, sowas habe ich gesucht. Oh, die sind ein bisschen wuchtig. Ich will jetzt aber auch nicht großartig runterskalieren. Von der Breite her. Ja, das passt hier nicht so hin. Ja, dass es noch größer ist. Ja, das ist nix für zwischens Gleis. Ja, hier so RE1. Da will ich aber nicht die Kulissen, sondern hier sowas vielleicht. Ja, das ist doch schon besser. Hier so dazwischen einfach. So halbwegs. Das da muss jetzt auch nicht alles anknüpfen so direkt. Einfach nur so, dass es optisch halbwegs in der Reihe steht. Kann man auch mal sowas dazwischen mischen. Eine Baumreihe. Wie sieht denn die Buschgruppe aus? Jetzt habe ich das Gleis genommen. Ich hoffe, ich habe damit keine Fahrstraße zerstört. Och, ich habe hier oben noch gar keine gelegt. Ja, dann kann ich nicht. Buschreihe kannst du ja eigentlich schön bequem bis hinten durchziehen. Hier dran nehmen wir hier nochmal ein bisschen andere Büsche. So, das soll ja jetzt hier nicht großartig innenstädtisch werden, was ich hier baue. Das wird eher so ein kleines Dorf. So.
Vorne kommt noch ein bisschen Busch hin. Ja, das ist okay. Wie sieht es von der Seite aus mit dem Signal? Das kann man noch gut sehen, dann ist das auch in Ordnung. Haben wir noch was? So Baumkulissen, die kann man immer gut in den Hintergrund setzen. Aber hier vielleicht die Gräser. Ja, hier sind so Grasreihen. Man die hier so davor setzt, wie sieht das aus? Passen irgendwie nicht. Die kann man hier nicht gut verwenden. Das Sachsengras wollen. Oh, noch eine, die Grasreihe hier. Auch von. Wenn ich hier kaputt haue, dann prüfe ich die Fahrstraßen lieber dreimal. Aber ich scheine hier nichts kaputt gemacht zu haben. Wie wirkt das denn? Prinzipiell finde ich so eine Grasreihe nämlich gar nicht schlecht. Ja, die kriege ich auch einzeln selektiert. Ich setze jetzt einfach hier so, dass sie mit den Spitzen so aufeinander zeigen. Dann sind sie auf jeden Fall verbunden. Ja, doch, das ist okay. Kopieren wir auch noch mal nach vorne. So. Jetzt brauche ich nur noch ein kürzeres Stück. Da oben an der Kurve mache ich was anderes. Kann ich aber leider nicht mit der Blockfunktion arbeiten, die ich hier für sowas ja ganz gerne verwende. So, kopieren wir einmal drüber. So weit können wir gar nicht selektieren.
Müll. Gehen wir halt über die andere Seite. Wenn ihm das nicht passt. Haben wir aber alles wieder mit drin, das ist doch. Nee, will ich nicht. Müssen wir das auch wieder einzeln machen. Das geht auch nicht. Wir müssen hier noch mal extra setzen, damit ich die Ausrichtung habe. Ach, ist doch Kacke. Erwischt man das auch alles wieder nicht. Ach, ist doch scheiße. Blöde ist, man kann die Landschaftselemente auch wieder nur im Gesamten ausblenden. Das geht nicht, der hängt hier zu weit im Gleis. Landschaftsgestaltung ist meiner Meinung nach was Schlimmes. Ich hasse das. Das ist so eine sehr undankbare Aufgabe. Aber es ist leider nötig. Das zieht sich dann auch wieder so, wenn man es ein bisschen weiter hinten im Bildschirm rumziehen will, dann zieht sich das auch wieder so scheiße über den Bildschirm. Diese scheiß Büsche, die gehen mir auch jetzt schon wieder auf die Nerven. Die nicht wirklich einfach nur die Büsche rausmachen. Jetzt haben wir da schon wieder einen Busch drin. Weißt du, wenn man ein Gleisfeld markiert, sobald ein Gleis nicht ganz im Rahmen ist, wird es nicht mitgenommen, weil man es ja bräuchte. Hier, die Büsche sind einem Weg, die werden natürlich mitgenommen, sobald man die auch irgendwie mit dem Rahmen berührt.
So, wenn ich das hier gesetzt habe, dann reicht mir das für heute mit den Büschen. Da machen wir was anderes. Jetzt ist gut. Jetzt nehme ich mir den Pinsel, schnapp mir unter EEP 7 Gleisschotter mal einfach einen. Intensität natürlich auf 0, also 1, weil sonst gibt das so komische schwarze Schlieren. Die Skalierung vielleicht auch auf 100, das sieht dann hier besser aus. Einfach nur mal gucken, wie das aussieht. Der Schotter ist aber leider zu hell. Der wird ganz kacke aussehen hier drauf. Ja, der passt überhaupt nicht, der Schotter C. Der hier, der hat diese Pflänzchen, das passt auch nicht. Der ist auch wieder anders. Ganz scheiße aussehen. Ja, da hat er ja nicht mal eine vernünftige Textur. Na, ich nehme aber trotzdem. Nehme ich den Schotter oder den hier hinter? Ich glaube, der Schotter B sieht auf dem sogar ein bisschen besser aus. Ja, dezent. Dann nehme ich mir hier mal das größere Werkzeug. Hier im Bahnhofsbereich ziehe ich dann nämlich immer noch mal nachträglich Schotter drüber. Im Gleisbereich da, also auf offener Strecke, reicht mir eigentlich das, was hier so schon gegeben ist an Schotter am Gleis. Sind wir gleich hier durch. Arbeitungsgröße kleiner machen, damit man das hier so halbwegs zusammenführen kann. Blöd ist halt auch hier wieder dieses Kästchenprinzip, dass man das nicht vernünftig bemalen kann, aber das geht ja schon so einigermaßen. Jetzt verlege ich Straßen, das macht mehr Spaß. Nehme ich jetzt die neue Landstraße V7, wie auch hier schon benutzt, mit einer Länge von 10 und einer Steigung von 0. Ich weiß nicht, was der hier immer eingibt. Oder wobei. Ich glaube, ich nehme hier sogar schon die Stadtstraße. Einfach nur, weil die Kreuzung dann dezent besser aussieht. Dafür nehme ich dann aber auch schon auf Fahrwegesplines Unterstraßen die Stadtstraße Gehweg beiderseitig.
nehme mir auch hier schon mal eine Beispielstraße, um hier etwa den Abstand zu gucken, wie ich den hier haben möchte vom Bahnhof her. So ein kleiner Vorplatz soll da halt schon hin, aber so würde ich sagen, ist okay. Ich muss die Straße mal austauschen. Das ist definitiv noch zu weit weg da. Laden. Ich nehme hier auch wieder die T-Kreuzung. Oder wobei. In die normale Kreuzung. So. Und dann baue ich die eine Sackgasse runter. Ja, okay, die kann ich auch gleich schon legen. Scheiße aus. Dann nehme ich lieber die normale und baue da was Eigenes hin. Ausstattung. Einfahrtstor. Wie sieht das denn da aus? Den Menüpunkt wollte ich nicht. Objekteigenschaften, Rotation. Also drehen Z um 90. Das ist eine Schallschutzmauer. Nee, das passt auch nicht. Ich will die Bahn so ein bisschen abgrenzen. Die kannst du hier auch nicht nehmen. Stahlbetonmauer. Das könnte man für Tunneleinfahrten theoretisch nehmen. Hier haben wir noch ein Geländer. Wir haben einen Endpunkt, dann ist der Viehzaun. Der ist nicht hoch genug.
Unterwasserwege, also sonstige Splines gibt es doch bestimmt auch noch was. Schallschutzwand. Das hier wollte ich haben. Mit der Steuerungstaste kann man nämlich seit EEP11 auch hier so ein bisschen rumziehen. So. Naja, gut. Abgrenzung ist okay. Die bauen wir dann nächste Folge weiter. Ich verabschiede mich und tschüss.